Hallo, ich grüße alle ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute wollen wir mal was mit Zucchini machen, mal anders. Ich wollte mal eine neue Variante zeigen, wie man die Zucchini noch zubereiten kann. Alles, was wir dazu brauchen, sind folgende Zutaten. Also, zuallererst Zucchini natürlich. Eine Zucchini brauchen wir, eine Knoblauchzehe, zwei Eier, Salz, Pfeffer zum Würzen, 100 ml Kefir oder Joghurt oder Buttermilch. Dann brauchen wir einen Esslöffel Kartoffelmehl. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Falls ja, falls man mal zu Hause hat, kann man es benutzen. Und Mehl. Da weiß ich noch nicht, wie viel ich nehme. Also ungefähr brauche ich 3-4 Esslöffel. Es hängt davon ab, wie groß die Eier sind und Kefir, wie viel. Ob man mehr hat oder ein bisschen weniger. So, fangen wir an. So, ich werde jetzt erstmal die Zucchini so in Hälfte schneiden. Dann tue ich sie einfach so. Also die Zucchini habe ich geschält. Falls man so ganz junge Zucchini hat, braucht man sie nicht zu schälen. Ich tue sie erstmal in so ein Gefäß. Ich schneide sie jetzt so längst möglichst dünn. Das auch dabei. Also jetzt nehme ich mir eine Knoblauchzehe. Salze das. Also so ungefähr ein Teelöffel, denke ich mal. Schön alles mischen. Also die Zucchini habe ich jetzt geschnitten, gesalzen und mit Knoblauch jetzt vermengt. Jetzt stelle ich sie erstmal weg und lasse sie stehen. Jetzt mache ich so eine Art Teig. Also wir werden jetzt die Zucchini in den Teigmantel, also ich werde sie anbraten, das wird praktisch Zucchini-Teigmantel. Also ich nehme erstmal zwei Eier. Die 400 ml sind jetzt hier. Man kann wie gesagt auch Joghurt nehmen oder Buttermilch. Ich salze ein bisschen das. Pfeffer. Also, man kann alles direkt reingehen und fertig. Also wie gesagt, wer zum Beispiel Zucchini mag, ist das vielleicht interessant. Also statt Kartoffelmehl kann man auch Maismehl nehmen oder auch gar nichts. Also jetzt erstmal ein Esslöffel, zwei, drei. Ich gucke es mal. Also es muss schon, der Teig muss schon so sein, dass er haftet an den Zucchinis. Also ich tue mir noch einen dazu, das ist mir ein bisschen zu wenig. Also ich jetzt denke, müsste es reichen. Also 4 Löffel. Ungefähr so muss er sein. So, das ist jetzt auch fertig. So, es geht auch weiter. Also ich werde jetzt folgendermaßen tun. Ich werde erstmal Zucchini hier in Mehl wälzen. Dann kommen sie in den Teig hier rein.
tue sie nochmal da würzen und dann werde ich sie anbraten auf mittlerer Stufe. So, erstmal tue ich sie hier ein bisschen in Mehl vorbereiten, ein paar Stück. Die Pfanne ist schon jetzt fast heiß. Das gleiche kann man auch mit Auberginen machen, klappt auch ganz gut. Also die Pfanne ist jetzt heiß, ich werde mir jetzt Öl nehmen. So, sagen wir mal eins. Also ich mische das manchmal mit Butterschmalz, ich tue noch ein, zwei Esslöffel Butterschmalz dazu, damit sie auch schön knusprig sind. So, jetzt kommen sie hier in den Teigmantel. Also ich tue sie auf mittlerer Stufe jetzt braten, so 2-3 Minütchen. Also ich habe sie ja ziemlich dünn geschnitten. So, ich habe jetzt alle ausgebraten, ich hole jetzt die letzten raus. Ich habe mir auch so ein Küchenpapier das ausgelegt, damit das überschüssige Fett noch abtropft. Ich habe auch die kleinere alle angebraten. So. So, ich bin jetzt fertig, ist alles ausgebraten. Also ich esse sie am liebsten pur mit einfach Tasse Tee. Man kann es auch mit Soße nehmen, egal was man zu Hause so hat, was man mag. Ich werde jetzt eine direkt auch probieren. Schneide mir erstmal sie durch. So sieht sie von innen aus. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit und gutes Gelingen.